Herzlich willkommen zum heutigen Folgekarte von Thüringen. Und jetzt testen wir noch auf Feld 28. Ich habe aktuell hier einen neuen Modus genommen, enges Feld. Hoch runter haben wir genommen. Probieren wir mal. Dazu werden wir gleich mal in Position bringen. Das ist im Gegensatz Uhrzeigersinn. Nee, ist im Uhrzeigersinn. Das heißt, der ist links. Dünger ist Mission deaktiviert. Okay. Jetzt gehen wir in den zweiten rein. Darf ich laufen? Den stellen wir dahinter. Ich meine, das Feld müssen wir ja nicht fertig machen in dem Sinne. Das ist ja die gewisse Menge an für die Mission muss geschafft werden und das andere 1,9 wird der von der rechts deaktiviert. Jetzt sind beide Startler. Mal ganz kurz gucken. Bin zurückfahren, also das ist so gut. Das soll normalerweise nicht passieren, dass der andere im Weg steht. Also dieser Modus ist für mich auch ganz neu. Mit Engfeld. Wir testen mal halt, ne? Im Grunde ist das gleich im Grün. So, jetzt im Prinzip vier Traktoren unterwegs. Auf dem anderen Feld sind sie noch gut unterwegs. Beim Berechnen ist leider immer so, dass so kann man erkennen. Einmal Mais, Sonnenblumen. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich mich irren würde. Wenn du mich falsch aussehst, wirst du nicht entlohnt. So, was haben wir noch zu tun? Ich werde mal den mal runterfahren. Da war ich mal fast unten. Normalerweise hängt man den vorher aus. Stellen wir hier mal ein bisschen in den Busch. Erntereif. Ach so. Erntereif. Wo ist hier eigentlich Mist voll? Also Strohhalm nur die linken Kühe.
Gut, ich wollte noch ein bisschen kleine Fahrzeuge holen für. Oder auch nicht, mal sehen, nicht so wichtig. Da ist noch ein Flug. Ich habe 4 Stück. Naja, Flug. Ich denke mal, in Zukunft werden noch 2 reichen, wenn wir verkaufen können. Das muss man hier ein bisschen anpassen noch. Weil. Das funktioniert so nicht. Das war eigentlich anders geplant, dass der Weg einmal erhalten bleibt. Aber das ist nur komplett. Ja. Komplett eine Luft hängt, das war ja überhaupt nicht geplant. Naja, das hier ist ja auch ein abenteuerlich, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür aktuell kein Geld übrig. Ja, gut, so mag es noch gehen. Gerade so. Ja, so ein kleinen Misthauen ist voll. Naja. Katastrophe. Boah, warm hier. Wäre es für Stroh klein, würde aber schon kaufen. Für eine Variante, andere Variante wäre so ein Radlader. Einen kleinen Radlader müssten wir so kaufen. Dann können wir auch nur voll Strohballen ins in den Stall reinbringen. Arbeit hier. Ich bin ja gespannt hier. Oh, oh, oh. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich muss auch eingreifen. Ja, man nicht. Nee. Jetzt ist das Problem. Wenn ich jetzt mich eingreife, dann fährt der andere mich hinterher. Wenn man gleich mal einstellen, damit er erkennen kann. Weil jetzt fährt der andere nämlich weiter.
Weil sobald einer von den beiden deaktiviert ist, dann erkennt er den nicht mehr. Und da ist jetzt ein Problem dabei. Also Feld 28 wird Cosplay unfreundlich, sagen wir so. So, ersten Mechpunkt geht noch nicht mehr. Das ist schlecht, weil er wird er nicht zurückfahren. Aktueller Wegpunkt würde noch gehen. So. Wir fahren die Füße oder bei. Naja, genau das, was ich meinte. So. Kann man gleich auch eingreifen. So, erst geht nicht. Mal sehen, wie er mit Wänden. Ich denke, das ist scharf eingestellt. Und bei scharf gibt es immer Probleme. Wenn Objekte in einem Straßenrand, Feldrand, den Traktor behindern. Sei es Bäume, Bordsteine oder andere Gebäude. Und der wird hier irgendwo am Baum hängen geblieben sein, vermute ich mal. Und dann geht's nicht weiter. Und das ist mir jetzt im Grunde schlecht, dass er weit voraus ist. Aber der müssen ja nur ein paar Prozente schaffen, in Anführungszeichen. Da ist bereits bei 10% und auch schon 67. Ups, hier ist er. Und gerade an den gerammt. Bin doch wohl. Ja, Hust geht besser mit Bonbon. Zum Glück haben wir alles keine Kollision hier. So. Eine kommen. So. Fahrzeuge. Okay. Wir brauchen jetzt ein Fahrzeug für, ja genau, und zwar den Kleinen. Den Kleinen könnten wir das eigentlich ganz gut machen. Ja, das ist mir wohl egal. Kaufen. Brauchen wir, wie nennen sich wie? Frontlader. Für den Frontlader brauchen wir jetzt hier eine Gabel. Oder für Holz nicht. Ob das nur funktioniert, weiß ich nicht genau. Folie-Wasserzahle, achso. Kann auch genau rein, ist egal. So. Schauen wir, ob das passt. Ja.
Durchdrehende Reifen. Da unten klappt das. Also in Mello kriegt man auch mal durchdrehende Reifen. Naja, aber durchdrehen, ne? Ihr wisst, was ich meine, sonst drehe ich durch. Deswegen hasse ich hier eine Mission normalerweise. Ja, ist genau verkehrt. Wenn alles gut klappt, ist es perfekt. Aber wenn es nicht gut klappt, ist es schlecht. Aber hier sind nämlich drei Punkte oder drei Kurse, die er annehmen könnte. Und das ist schlecht. In 3, dann wird er Schwierigkeiten machen. Dann muss ich manuell eingreifen. Dann muss ich hier, muss er eine erfinden, theoretisch. Na gut, ist aber wie gesagt, das muss nicht alles 100% sein. Er muss einen gewissen Prozentsatz schaffen. Dann genügt das normalerweise. Ja, oh, schon weiten Vorsprung. Ist im Grunde nicht gut. Ah, gut, dann wollen wir mal schauen. Das ist zum Glück kein eigenes Feld. So, haben wir mal einen kleinen Lader für unsere Silageball und für den Silageball und ja, allgemein Ball, ne, Rundball, die uns steuern sollen. Gucken, ob der ranpasst. Wahnsinn. Passt sogar. Ja, das geht auch zu. Können wir nämlich den Mischförderwagen auch mal bestücken. Ich bin tricksen hier. Ich will noch einen weiteren Fahrzeug drauf haben. Aber nicht gehen. Aber ich kann den ja ausziehen, ne? Aber ich weiß. Das heißt, anschließen, anbauen. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Dann sehen wir uns morgen wieder. Zur nächsten Folge. Tschüssi.